Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Heroes TV. Wir spielen wieder eine 7 Days to Die, Darkness Falls, mittlerweile unsere vierte Episode, mit dabei wieder die liebe Hannah Cat. Hallo! Ich hoffe, wir haben die Soundprobleme von den letzten Videos in den Griff bekommen. Ich habe jetzt mit mehreren Tonspuren gearbeitet, von daher solltet ihr eigentlich alles vernünftig hören können. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was in dieser Episode so alles auf uns zukommen wird. Auf jeden Fall organisatorisches, denn die mittlerweile doch recht übervollen Kisten müssen mal einsortiert werden. Die liebe Hannah Cat hat sich dazu bereit erklärt, das jetzt erstmal in die Hand zu nehmen. Und von daher werde ich wahrscheinlich jetzt gleich erstmal losjockeln und versuchen, noch ein bisschen Loot abzugrasen. Es dürfte nämlich auch irgendwann Nacht werden, was dann eigentlich bedeutet, dass ich vermutlich in den Sammelmodus übergehen werde. Aber Hannah kriegt das hier schon hin. Wir gehen stattdessen lieber zusammen looten und ich mach das in der Nacht mit dem Einrücken. Ja, nee, aber das können wir auf jeden Fall machen. Mir ging es jetzt nur um die Nacht quasi. Da werde ich dann halt ein bisschen buddeln und du kannst ja dann ganz entspannt. Ja. Ne? So, ich mach dir nochmal 23 Nägel an. So, dann lass nochmal losgehen. Wir gehen nochmal eine Runde looten. Gibt's noch ein paar Files? Habe ich Rap-Kits dabei? Was willst du mit Rap-Kits? Brauch ich ja gar nicht. Nee. Also gut, theoretisch für den Compound-Bow, aber hat jetzt auch nicht... Achso, ja doch, ich habe ja einen Compound-Bow dabei. Aber der wird jetzt nicht diese Nacht kaputt gehen und ich weiß auch nicht, ob wir dafür überhaupt... Der ist nur noch halb voll. Nur noch halb voll? Das ist schlimm. Wo sind denn die Rap-Kids? Ach, da ist eins. Haben nur, glaube ich, nur noch eins. Schadet ja nicht, ne? Ich bin hier im Hotel, Anna. Lass uns ein Zimmer nehmen. Ja, was für ein Hotel? Ein kleines Zimmer. Hallo? Ist hier ein Zombie? Ich suche Zombies! Ein Eisenrohr. Oh, hier ist die Dusche. Spannt ja irgendwelche Leute in der Dusche. Ja, sieh! Die alten Zombies sind spannend in der Dusche. Gebäude, oder was? Wo bist denn du da rein? Ich bin einfach erstmal in die Mitte rein. Hallo! Hey, Hannah. Mach hier mal die Tür auf. Wow. Da brauchte ich unbedingt deine Hilfe für. Oh, ich habe eine Handkarte gefunden. Ja, ne. Karte. Kannst du in die anderen Räume reingehen? Das ist kein Hotel, das ist ein Motel. Er ist ja das Gleiche. Er tut sich doch gar nichts. Oh. Was ist denn das? Weil im Hotel bist du im Gebäude, wenn du in die Räume reingehst. Da warst du. Hier kannst du ja von außen in die Räume rein. Oh, hier, das sieht nach gutem Loot aus. Ein paar Kistis. Hallo? Komm gleich zu dir. Ich habe hier auch noch eine Shamway Food. No Zombies, gefunden. Alles klar. Ja, hier ist auch sonst nicht mehr drin. Nein! Da ist mein Holzrahmen kaputt gegangen. Geh direkt in den nächsten Raum rein. Ah, die ist ja schon offen. Okay, Müll müssen wir auch durchsuchen. Jetzt sag ich mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie noch ein Special-Gebäude oder sowas vor der Horde-Nacht finden. Und noch ein bisschen Chancen auf ziemlich coolen Loot haben. Irgendwas Richtung Guns oder sowas. Bisschen Maul tatsächlich. Oh! Shotgun Messiah oder willst du rein? Ja, jetzt nicht in so einen großen, aber es gibt ja in der Darkness-Falls-Version gibt es ja doch die ein oder andere etwas speziellere Lokalität, sag ich mal. Hast du einen Zombie gefunden? Ja, ich hab dich gefunden. Hallo, Hannah. Hallo. Schön, dass das den Bild nicht kaputt gemacht hat. Nix, dann geh ich nochmal unten in den Keller rein. Pulver. Ja, also richtig viel ist hier in diesem Hotel nicht, ne? Ich bin noch unten im Keller. War meine Hilfe oder was willst du sagen? Ich kann's dir noch nicht sagen, ich weiß ja nicht, was hier auf mich zukommt. Hier sind auf jeden Fall ein paar Särge. Erstmal ein bisschen Munition abgegrast hier. Bist du im Keller? Es sind in der Ecke so eine kleine... Wow, Zombie! Wow, geiler Schuss. King Cody Headshot. Alles klar. Voll daneben. Oh, Junge! Wie sie da am Buddeln ist. Also hier rechts war gerade der Zombie. Ich gehe mal sneaky durch die Gegend. Sind wir hier? Also irgendein Zombie hat uns auf jeden Fall schon wieder gerochen. Ja. Hier ist noch eine junge Dame. Wollt ihr direkt ins Gesicht?
überraschenderweise ins Gesicht stechen, aber es hat leider nicht funktioniert. Ey, dein Ernst? Ist die bei dir auch durch die Gegend geflogen? Nee, bei mir ist sie nicht durch die Gegend geflogen. Da ist noch ein Zombie. Unglaublich, ich hätte genau ins Gesicht getroffen, da switcht die einfach zur Seite. Boom, Headshot, Bro. Der ist tot. Ich wollte trotzdem nochmal draufhauen. So, einmal looten bitte alles hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir hier rauskommen. Ich war hier noch nie. Hier in diesem Tunnel war ich noch nie. Das ist hier Neuland für mich. Internet ist für uns Neuland. Oh, guck hier. Okay. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich gleich Hilfe brauche. Bist du hoch? Ja. Am Anfang hast du schon alles gelootet? Ja. Da war nicht viel, aber wenn überhaupt, habe ich da einen Müllsack übersehen. Aber ist... Oh. Ich höre einen. Nein, hier kommen zwei auf mich zu. Drei kommen auf mich zu. Vier kommen auf mich zu. Wir ziehen uns dann gleich wieder langsam zurück. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr geil, Hanna. Boah, da kommt noch einer. In die Ecke, komm her. Wir bleiben drauf, wir killen die. Junge. Easy. Voll in die Schulter. Von oben kommt auch noch irgendwo was. Okay, aber hier müsste jetzt alles tot sein eigentlich. Blätter. Oh, ich höre eine. Ja, die sind draußen irgendwo, alles gut. Hoffe ich, dass die draußen sind und nicht gleich irgendwo hinter uns stehen. Ich bin hier schon mal am Looten. Kinder zu Hause, denkt immer dran, erst Häuser clearen, dann looten. Macht das nicht so wie wir. Kriegt man in der Regel auf die Fresse. Durch die Tür vielleicht. Aber wir erhöhen gerne künstlich den Schwierigkeitsgrad, sonst ist das Spiel einfach zu einfach. Ein riesiger Kohlehaufen. Ist hier irgendwo ein Trollo? Nee. Wenn du magst, kannst du den Kohlehaufen abbauen. Wo kommen wir denn hier? In was für ein Ding? Ich hab keine Ahnung, ich war hier noch nie drin. Dieses Gebäude ist mir gänzlich neu. Hier ist nämlich auch noch eine Treppe. Ich geh mal... Okay. Probieren. Zwei Treppen. Hier gibt es auf jeden Fall einen Ausgang. Ich gehe gerade mal raus gucken. Hier habe ich auf jeden Fall schon mal einen Zombie gefunden. Den mache ich mal kurz platt. Du blöde Kuh. Tschüss, Kopf. Hier ist der zweite Eingang. Hier gehe ich auch hoch. Hello. Ja, jetzt sind wir hier auf jeden Fall in einem neuen Haus drin. Junge, wie lange das Abbauen dauert, ey. Das ist so... Und ein Stich ins... Okay. Einfach hingefallen. Ich glaube, der war einfach müde. Ich glaube, nein von dem. Auch gleich hinter mir sind die Minen. Meiner erhöhen, ey, das geht ja so nicht. Oi. Das ist alles so aufregend hier. Ich kenne dieses Gebäude gar nicht. Oh, da ist eine junge Dame im Bikini. Gefunden. Ja, nee, das ist glaube ich eine hier Krankenschwester. Tschüss, Kopf. Krankenschwester im Bikini? Ja, Siggi. Die hat heute mal was anderes angezogen. Die hat heute mal Lust auf sexy Arbeit. Oh, mein Koffer. Na, von, ein Zombie am Arsch. Ja, von draußen wieder. Ich hab auch gehört. Voll ins Gesicht! War auch voll daneben. Den habe ich gar nicht getötet, das war leider... Mal wieder unsere gute Aufteilung hier. Danny ist voll am Kämpfen und ich stehe hier und baue so ein bisschen... Ich bin selber am Looten. Ich loote hier gerade nur das Haus. Ich bin halt nur quasi schon ein Stück vorgelaufen. Aber ich habe halt keine Spitzhacke mehr, weil du mir eine gemacht hast, die du dann aber weggenommen hast. Was heißt das denn? Hm? Ja, sehr genau. Die Zuschauer sind meine Zeugen. Du bist eine ganz fiese, bist du. Hier noch eins Bild. Eins Bild kaputt machen, ganz wichtig. Eins Bild kaputt machen. Auch noch eins Bild. Hungry, essen wir mal so einen Schinkenspeck mit Eiers, wa? Hinterm Sofa hat er sich versteckt, der Hund. Voll in dein hässliches Gesicht! Und da ist er down! Ah, ein Wandtresor. Er macht kaputt, ne? Hast du noch Lockpicks dabei? Auch nicht.
Müssen wir mal dran denken, wo wir die mal mitnehmen. Oder als Notfalls halt auch welche craften, weil solange wir jetzt aktuell nur diese schwachsinnigen. Was sind die denn? Woraus sind die denn? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber solange wir nur diese schwachsinnigen Äxte bzw. Spitzhacken haben. Flösserknacken muss man dafür haben. Ja gut, du kannst es halt auch skillen, aber du kannst ja trotzdem jetzt auch als Anfänger erstmal die Schlösser aufmachen. Ja, nein, um die herzustellen. Ach so, na ja, okay, dann hat sich das halt erledigt. Oh. Komm mal wieder runter zu dir. Hier unten ist nämlich, glaube ich, auch noch ein bisschen was gewesen, was wir noch nicht gelootet haben. Hier will ich auch noch mal eben kurz gucken. Oh, ich habe ein bisschen Durst. Dann gönnen wir uns mal einen kleinen Schluck im Wasser. Was habe ich denn da für ein Buch gefunden? Forge Ahead, okay. Ich glaube, das kann ich mir reinpfeifen. Hannah hat Forge. Brauchst sie also nicht. So, haben wir den Kohlehaufen dann auch gleich mal abgetragen. Wie viel Kohle hast du dafür bekommen? Ja, hier sind auf jeden Fall noch Zombies. Sag ich dir gleich, wie viel ich bekomme. Insgesamt 1292. Das war auch schon mal nicht schlecht. Ja, die sind auf jeden Fall über uns irgendwo. Mehrere. Diverse kann man auch sagen. Shotgun Messiah Kiste, let's go! Hier hinter warst du. Komm mal kurz. Warte, ich komm sofort. Ich muss mir hier noch gerade kurz am Looten. Wo bist du denn jetzt? Hier? Ne, hier war ich noch nicht. Stopp, komm mal her. Was? Doch, hier war ich überall. Hier kann man durchgucken. Warst du dahinter in dem Raum schon? Ich glaube, von da sind wir gekommen. Ja, alles gut. Hier, ne, wir können hoch, Anna. Da hinten ist alles gelootet. Alles? Alles? Ja, alles, alles. Ich höre da auf jeden Fall Zombies. Ja, die müssten aber über uns sein. Vertrau dir dann mal, dass du alles gelootet hast. Bis hier, junge Dame. Komm nicht dran. Ja, ist gut. Mach die da um. Pass weg. So. Jetzt können wir hier lang, komm mal hinter mir her. So, ja genau. Jetzt können wir mich hier lang. Du achtest da drauf, wo ich bin? Ja, natürlich. Komm. Warum sollte ich da denn nicht dran? Okay, steht hier. Oh, was? Ich hätte fast die Kuh angegriffen, ey. Die Kuh mitten im Raum, die hat auch nur 134. Alter. Ja, komm, die machen wir. Komm mal zu mir, komm mal zu mir. Wenn die sich gleich umdreht, geben wir ihr Headshot und. Warte. Feuer. Voll drauf. Voll in den Arsch. Sauber. Puh! Kommt uns wie einfach eine Kuh entgegen, ey. Ich glaub das jetzt halt. Im Haus. Okay. Kommt eine Kuh von der Decke. Verrückt. Verrückte Kühe. So, ab geht's nach oben. Keine Ahnung, was die für Probleme gehabt hat. Ich wollte auch mal im Haus. Gehen erst hier oben lang. Hier ist kein Zombie hinter. Ist offen. Geh mal kurz rein, luren. Lur mal. Da ist, glaube ich, einer. Ja, zwei. Ja, geh mal ein Stück weiter. Komm wieder zurück. Wow. Statt dass wir direkt einfach zu zweit drauf schießen, ne? Nee, ich habe noch einen hinten in der Ecke gemacht. Sehr schön. Geiler Schuss, Hanna. In den Rücken! Lass sie gehen. Wo ist die? Einer ist links, einer ist rechts. Ich mach den auf der Seite hier. Der ist down. Töte sie, Hanna! Komm schon! Ja, aufspieken! Und da ist sie auch down. Easy. Easy, easy. Kammer Tappa. Oder so ähnlich. Tamam, tamam heißt das aber gut. Hab ich doch gesagt. Tappa, tappa. Tappa, tappa. Komm hier, auch nochmal ein bisschen spritzi, spritzi. Bist du nach oben gegangen? Ja. Okay, oh, da kommt direkt eine! Ja. Was machst du das denn auch? Ich bin extra geschlichen. Komm runter hier, du Mäuschen! Voll gemein von der. Schöner Schuss. Hat die mich direkt gehauen, ey. Ich muss ja auch mal was machen, Danny, verstehst du? Ja. Ups. Das ist der Grund, warum du hier normalerweise nichts machst. Okay. Okay. Kommt man irgendwo an, wo man wieder runterspringen kann. Da ist auf jeden Fall auch noch guter Loot. Ja, ich habe hier noch einen Zombie gekillt. Angegangen. Andere Seite. Hier. Hast du unten schon alles gelootet? Ich habe unten, glaube ich, noch nicht alles gelootet. Nein! Boah, Leiter Glück gehabt, ey. Hat mich erstmal bewusstlos geprügelt. Das war schon wieder aufregend.
Ach, schon wieder dieses scheiß Zombie-Shirt, ne? Nur eins hier bekommst, dann sind es verdammte Zombie-Shirts, mit denen man nichts anfangen kann. Die sind auch noch hässlich. Hier noch ein Munitionsstapel. Ja, ich bin noch nicht überall lang gewesen. Ich bin jetzt erstmal nur hier oben auf Clear-Aktion gewesen. Oh, wow. Was hast du gemacht? Ich spring rüber und da ist genau ein kleines Loch. Was tue ich? Ich spring genau in dieses Loch rein. Station haben wir. Und nochmal runtergefallen. Nein, bin ich nicht. Geht's da denn weiter? Also ich glaube, jetzt habe ich hier den letzten Raum. Also oben müsste jetzt eigentlich alles soweit clear sein. Oh. Bist du hier auf diesem Raum gewesen, wo der Special Loot? Meinst du den? Da bin ich oben drüber gewesen. Okay, alles klar. Ja, gut, da bin ich jetzt auch. Jetzt wieder zurück. Hier ist, hat Hannah, glaube ich, alles gelootet. Auch alles gelootet. Noch habe ich nicht so richtig viel gelootet, ne? Ja, du gehst wieder ins Bücherregal. Ja, Siggi! Also klar. Ich kreim mir immer das Wichtigste zuerst. Oh, hier geht's runter, die Treppe. Ja, wir gehen runter. Warst du da schon unten? Nein. Hier ist Neuland, Hannah. Neuland. Oh, Zombie! Kommt hoch. Ich will mal die Treppe wiederfinden. Wo war diese Scheiße? Die Schulter. Wow. Junge, diese Orientierung ist nicht mein Ding. Kopf weg! Tschüss! Easy. Also sind wieder unten irgendwo die Zombies. Es wird gleich dunkel. Wo ist denn dieser Raum jetzt mit dem Special Loot? Bist du da runtergesprungen? Da kommen wir gerne noch dran vorbei. Hoffe ich. Also ich bin da nicht runtergesprungen, weil ich keine Lust habe, in einen geschlossenen Raum reinzuspringen. Gar nicht mal so gut. Finde ich nicht so cool. Okay. Hier ist er. Ah, hier ist es auch noch. Was denn? Ich glaube, das ist ein Football. Ja, ist ein Footballspieler. Oh, hier kommt eine Trolle. Hinter uns, Anna. Hallo? Gott sei Dank. Kannst du die mal aufwerten? Warte. Den kurz. Oberen. Warte mal, gucken, hab ich denn nicht noch irgendwas anderes hier, was ich gut schießen kann? Bin ich denn schon wieder überlastet, ey? Nimm mal die Steel Arrows. Kommt er? Aber warte mal, hier, wir können hier wahrscheinlich durch die Wand kämpfen. Komm mal zu mir. Hör mal kurz den Schrank weg. Wo bist du denn? Komm doch her, Brudi! Ach, diese Footballspieler, die sind am Anfang einfach mega asozial. Ja, der hat mich auch. Hier hinter ist der, hier hinter ist der. Beim letzten Mal wurde ich von so einem Typen gekillt. Daneben. Ja, wir können ihn auch einfach abpieken. Alles gut. Bewusst wie? Abpieken. Pick ihn ab, Hannah! Pick ihn ab! Komm, ich von hier nicht gut dran. Mach ihn nochmal auf, Junge! Mach hier den auch nochmal auf. Ja, muss repariert werden. Da ist er down, weißt du? Da ist er down! So, das ist. Special Loot, willkommen! Knochen und so einen Scheiß brauchen wir auch noch, ne? Ja, ja, alles mitnehmen. Leber kannst du immer gebrauchen. Ey. Super Loot. Und? Naja, war jetzt viele Rüstungsteile, aber ich weiß nicht, ob die jetzt aktuell für uns schon so gut brauchbar sind. Ich muss jetzt auf jeden Fall auch zurück, ich bin komplett überladen. Ich bin 49 überladen. Was? Ich bin 3 überladen. Dann gib mir doch einfach mal was ab. Ja, ist ja, ich komme ja immer noch gut voran. Ich glaube aber, wir haben auch tatsächlich alles. Das Bildchen hier noch. Oh, Junge, da war ich doch. Pass auf von unten. Da war ich doch gerade dran. Du kannst da doch nicht draufhauen, wenn du siehst, dass ich davor stehe. Das war knapp. Junge. Dein Ernst? Lass dich nicht hauen, Hannah. Danke. Da ist er verblutet. Okay, back to base. Back to the base, please. And don't let you hit, gib please. Gib mir doch was ab. Nee, ist doch alles gut. Man kann ja in Darkness Falls immer... Wisst ihr, wie wir das jetzt gemacht haben und so? Es ist ja nicht so weit. Base ist ja relativ nah.
Hanna, warte auf mich! Nö. Okay. Du wolltest mir. Oh, eine kleine Wanderhorde. Wie viele? Jetzt gerade sehe ich 5 und einer davon ist. Ja, lass. Wir sind an unserer Base. Verdammt, die Schweinehunde. Ja, gut, dann lass uns die mit Bögen platt machen. Kommst du von hier an die ran? Nee. Ah, die gehen einfach durch die Base durch. Lass sie laufen. Alles gut. Die wollen nichts von uns. Was für Schwachköpfe, laufen durch die Base. Oh, hier sind auch noch 2 Dicke. 2 Dickies. Voll ins Gesicht. Voll ins Gesicht. Da unten kommt noch einer. Down, bro. Oh, der war voll daneben. Ja, schwankt da noch mal ein bisschen. Junge. Das ist jetzt gerade nicht mein... Komm schon! Ins Gesicht! Nicht meine Sternstunde, wenn ich das mal sagen darf. Wir haben halt auch schon wieder so mega krass viel HP, ne? Das ist halt einfach brutal. Das hat am Anfang einfach noch kein Damage hier. Tschüss! So, 3 Zombies sind down. Den einen, der da rumpimmelt, den holen wir uns noch. Wow, LOL! Was war das denn? Was ist passiert? Ich hab aus Versehen geschossen und hab ihm dabei das Bein weggeholzt. Wie dumm einfach. Zack, boom, hat er kein Bein mehr gehabt. Hier, da kommt auch immer wieder einer rausgeklaunt. Ja, aus dem Weg da, ey. Oh, fick dich, ey. Das passt gerade. Rechts kommt der Radioaktive. Ich bring mal eben meinen Scheiß weg. Ich bin zu überladen. Das lohnt sich hier gerade nicht für mich zu kämpfen. Ich hab so das Gefühl, dass ich das bereuen werde. Oh, da kommen gerade 2 raus. Ich bin sofort wieder da, Hanna! Mach nix ohne mich, okay? Eben schnell die Kisten einsortieren, dann bin ich wieder unten. Oh. Das ist das Geile am Darkness Falls, diese Funktion daneben. Des automatischen Einsortierens. Ich liebe es einfach. Mega geil. So. Einzige Problem ist natürlich, dass man auch gerne mal seinen eigenen Loot verliert. Zum Beispiel Pfeile und dergleichen. Muss man halt mega aufpassen. Ich komme von hinten. I. Oh, gekillt. Sauber, Hanna. Du Killer. Ja. Weißt du, das kann sie aber hier. Komm, wir haben noch mehr Zombies drin, die machen wir jetzt auch noch platt. Wo wir gerade dabei sind, wa? Genau. Hier Hallo, ist noch Diggi. Der Dicky. Komm, gib ihm, Hanna. Ins Gesicht. Immer ins Gesicht. Immer ins Gesicht. Hä? Ciao. Ja. Hallo, ist hier noch jemand? Naja, ich glaube, wir haben alle. Das müsste die kleine Wanderhorde gewesen sein. So, jetzt kannst du mir gleich auf jeden Fall nochmal ein Werkzeug craften, das wäre nice. Nö. Bitte nicht. So, die Nägel sind ready. Ich sortiere nochmal kurz den Rest ein. Dann gucken wir gleich mal, was wir davon gebrauchen können, tatsächlich. Nägel habe ich auch. Oh, Entschuldigung. Essen nehme ich auf jeden Fall mit. Boah, Sledgehammer ist eigentlich auch nicht schlecht. Besser, dann haben wir hier noch die Steel. Nee, komm, machen wir es so. So. Hör raus. Ja, ist ja gut. Raus da, Junge. Schreib mich nicht immer so an. Ich könnte auch eine Bandage mitnehmen. Du brauchst eine Spitzhacke. Nur eine Spitzhacke, ja? Ja, ja, genau, eine Spitzhacke. Eine Scrap, ne? Eine Scrap Iron. Ja, schon klar. Obwohl, wobei, warte mal, ich bin mir gerade überlegen. Wir können theoretisch mittlerweile auch, glaube ich, Rap-Kits herstellen. Relativ easy Rap-Kits herstellen, genau. Dann brauchst du eigentlich gar nichts craften, dann mache ich mir einfach ein paar Rap-Kits fertig. Dann hat sich das schon wieder erledigt. Mal gerade gucken, wo wir den Kleber drin haben. Ich habe auf jeden Fall schon mal irgendwo Kleber hergestellt. Jetzt gerade machen. Oh, ich habe noch einen Punkt übrig. Wo geht denn der mal rein? Kurz, ich gehe schon mal eben gucken, ob ich noch irgendwo ein bisschen Nitrat finde, damit wir ein bisschen Schießpulver herstellen können. Ich habe hier halt irgendwo schon die Felsen gekillt, ne? Ich weiß halt nicht mehr, wo. Ich hätte mir das vielleicht mal markieren sollen, ich Idiot. Wann kannst du denn eine dickere, kannst du schon eine dickere Scrap-Iron-Dingster-Bumster machen? Was heißt eine dickere? Eine bessere? Ja. Und wenn ja, welche Stufe? 21. Oh, vielleicht sollte ich mir dann eine machen.
Wäre vielleicht ganz sinnvoll, weil die dann nämlich ein bisschen länger halten. Dann gehen die nicht ganz so schnell kaputt. Also eine Iron meine ich, ne? Jetzt keine Scrap Iron. Achso, ja. Wow. Sagt das so. Weil wenn wir schon mit Rapkits arbeiten, dann... Auch eine 21er natürlich. Geschmiedetes. Dafür brauche ich aber eine Werkbank, das ist dir bewusst, ja? Ja, Werkbank können wir gleich mal gucken. Ich guck mal, ob ich die schon craften kann. Ach, ich muss das eigentlich machen. Workbench oder was? Ja, das war total dumm. Ich habe wieder die Dingens falsch verteilt. Hast du deine Skillpunkte gerade einmal rausgehauen, oder was? Ich habe keine Skillpunkte mehr, genau. Ich brauche 2 Skillpunkte, dann kann ich's. Wo hast du die jetzt gerade reingeknallt? Oh, lol, 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 lol. Ja, gut, wir brauchen guten Loot. Wir brauchen guten Loot. Guter Loot tut gut. Du bist noch jetzt noch unterwegs, oder was? Ich bin jetzt unterwegs. Ich guck mal, ob ich ein bisschen Nitrat finde irgendwo. Ach so. Ich dachte, wir gehen noch irgendwas looten. Dann sortiere ich schon mal ein. Dann damit, dass ich... Ey, ich wollte die nicht hinschmeißen. Ja, nehme ich die jetzt... Ach komm, ich lasse die erstmal liegen. Eisen brauchen wir aktuell. Also wir brauchen zwar theoretisch auch Eisen, aber Nitrat ist jetzt erstmal wichtiger. Dass wir ein bisschen Schießpulver herstellen können. Aufmachen, Polizei! Irgendwie so eine Art Frosch im Hals, Hanna. Ja, was soll ich dazu sagen? Das Coronavirus! Hör auf mit dem Scheiß. Okay, Entschuldigung. War ich nicht schon drin? Nein, war ich schon drin. Gut, dass ich die Tür noch aufgeprügelt habe. In dem Pornshop war ich auch schon drin. Du hast noch keine Schilder gemacht, ne? Nee, aber ich habe Nägel gemacht. Ja, ja, das hab ich mitbekommen. So, ich lese jetzt hier mal ein paar Bücher, ja? Welche willst du dann lesen? Ja, was hier so drin ist. Eisen. Das bringt ja nichts, wenn wir die ja doof liegen. Ja, haben. Gut, dann liest die halt. Du brauchst mich ja nicht gleich anschreien, Junge. Doch. Mann, Mann, Mann. Mendo! Auch Eisen? Das wird alles Eisen sein, ja. Das ist halt alles Eisen hier, ne? Das ist halt nicht gut, Leute. Kann ich das nicht lesen? Da, Blümchen. Ein paar Kartoffeln, ein paar Tomaten. Wow, das ist so schlecht. Nein, da schließe ich uns erstmal eine Eisenquelle, weil jetzt hier mitten in der Nacht ja noch gleich auf die Suche. Was ist schlecht? Ja, dass man manche Bücher tatsächlich nur von der Leiste auslesen kann. Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum er das so gemacht hat, der Kane, aber gut. Hat er sich wahrscheinlich irgendwas bei gedacht, was wir nicht checken. Wo sind die Nägel drin? Relativ. Die müssen in der Schmiede. Ja, gerade erst gecraftet. Hier sind noch was. Skillpunkte habe ich denn noch über? Auch 4. Ich könnte natürlich schon mal ein bisschen auf Weapon Crafting gehen. Das wäre natürlich eine gute Maßnahme. Dann könnte ich schon mal zumindest einen vernünftigen Speer für uns beide craften. Müssen wir gleich mal gucken. Die Frage, ob wir überhaupt großartig mit Melee Weapons arbeiten oder wenn ich direkt dann auf Blunderbuss und sowas umsteigen, möglichst früh. Tja, das ist eine Frage. You know what I mean, Hannah? You know what I mean. Ein bisschen 9mm haben wir zum Beispiel schon. Also, man kann die erste Horde Nacht in Darkness Halls theoretisch mit Bogen kämpfen, wenn man nicht so weit in der Game Stage vorangekommen ist. Aber Bogen ist natürlich immer so ein bisschen, ich sag mal, leicht suboptimal. So ganz geil ist es halt nicht. Da gibt es doch denn deutlich bessere Optionen. Es ist Nacht geworden! Von daher müssen wir mal schauen, ob es tatsächlich Sinn ergibt, das so zu machen. Ich brauche immer noch so ein scheiß Helmet Light, ne? Haben wir noch irgendwo einen Helmet Light Mod zufälligerweise? Durchzugucken. Oh, jetzt hab ich, das ist nämlich das Problem, ich habe jetzt gerade die Kisten per Auto sortieren einsortiert und habe natürlich mein Wasser aus dem Inventory rausgenommen, dadurch. Ist halt ein bisschen doof. Ja, deswegen muss man eigentlich, wenn man einsortiert, alles vorher rausnehmen. Ja. Also die Funktion ist schon geil, aber man muss sie halt mit Vorsicht benutzen, genießen. Ich hab auf jeden Fall noch ein paar Painkiller gefunden. So, ich sehe auf jeden Fall keinen Helmet Light Mod. Naja, habe ich mir schon gedacht. Also. Das habe ich mir schon gedacht. So, dann mal wieder hier hoch. Zack. Das sind die Radioaktiven in der Nähe unserer Base. Oh shit. Was? Komm hier am Arsch.
Tschüssi. King Kuli hat schon raus. Lauf, Schlampe! Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. So, wo ist der Zombie? Hä? Wieso ist er da hinten stehen geblieben? Sniper-Schuss. Voll in sein Gesicht! Komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm hier bei Fuß. Komm, du süße Maus. Voll in sein hässliches Gesicht. Okay, der will anscheinend nicht mehr. Nein, du sollst hier hochspringen. Ja, genau. Und in den Kopf. Und tschüss. Oh, der ist ja noch am Leben. Tschüss, jetzt nicht mehr. So. Dann hole ich mir mal kurz das Wasser. Essen geht auch schon wieder zur Neige, ne? Wir müssen jetzt langsam echt mal gucken, dass wir den Kartoffelacker anlegen. Ich nehme mal kurz das Wasser auf. Wo habe ich das denn jetzt reinsortiert? Das ist Spiritus, das sollte ich vielleicht nicht unbedingt trinken. Kettensäge brauche ich auch nicht zwangsläufig diese Nacht. Komm, Herr Spiritus, da ist Wasser. Gut, wir sind aber auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Vierte Episode. Wir haben wieder knapp eine halbe Stunde gezockt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar oder besucht uns auch gerne auf unserem Twitch-Kanal. HilosTV heißen wir auch dort. Wenn ihr Lust habt, einfach mal live mit uns zu quatschen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Hanna, möchtest du noch was sagen? Nein, möchte ich nicht. Sehr schön. Dann kommt noch gut durch den Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.